So, da bin ich wieder, also wieder da. Ich bin dieser Schmerz. So, let's go. Level 23, Biber. Tja, können wir jetzt mal gucken, wenn wir eigentlich mal den nächsten größeren Motor kaufen können. Wobei, wie gesagt, ja, wir haben schon 700 PS. Also die 50 PS mehr oder weniger ist den Aufpreis wahrscheinlich nicht wert, ne? Hä? Ach ja, durch die Fähre haben wir Zeit, ne? Wir waren ja gerade mit der Fähre unterwegs. Und in der Zeit haben ja Leute für uns gearbeitet und Geld verdient. Cool, dann können wir jetzt direkt einen Kredit zurückzahlen. Läuft. Cool. Weil, solange wir unterwegs sind, können wir eh nicht, Geld nicht ausgeben. Und wie gesagt, wir müssen sowieso warten, bis wir über 200.000 bekommen. Weil erst ab dann lohnt sich es wieder. Von daher können wir damit zumindest erstmal bisschen die Raten drücken. Passt denn schon. So, müssen wir eigentlich schon fast da sein, ne? Fertig zum Losfahren. Hä? Achso, um mögliche. Ich habe gerade um ursprüngliche Fahrziele anzuzeigen, habe ich gerade gelesen, warum auch immer. Aber genau, da vorne ist schon das Ziel. Da müssen wir hin. Ab da wartet die Fracht auf uns. So, wir sind ausgeruht, wir sind aufgetankt. Läuft alles, sehr geil. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja schon wieder sehr eng aus. Ach, das ist doch genau die Stelle, wo wir auch letztens bekommen. Wow. Ist ja genau die gleiche Stelle, wo wir letztens unseren Auftrag bekommen haben. Jetzt Endlich, sagt nicht, dass wir genau die sind gleiche da. Strecke ist. Das wird jetzt ein bisschen sehr traurig. Aufträge. Auftrag annehmen. Ja. Okay, wir fahren los. So. Also der Hafen, der Starthafen ist schon mal genau der gleiche wie vorhin. Also, vor 3 Folgen. Folge 79. Wahrscheinlich ist auch das Ziel genau das gleiche, ne? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Verdammt. Oh, man hat so eine Mikrotruck ist im Fernsehen. Habt ihr gesehen? Cool. Fortfahren. So. Ja. Ja, es ist genau die gleiche Strecke. Es ist genau die gleiche Strecke. Ach, leck mich doch. Scheiße. Oh Mann, Alter. Ja. Ach, verdammt. Na gut. Was soll's? Jetzt ist es so. Jetzt ist auch schon die ganze vorige Folge hergefahren. Jetzt die Mission abzubrechen, wäre auch dumm. Wir sind aber jetzt schön leistungsstark im Truck. Schön leistungsstark im Truck. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. So. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus und dann Also. rechts abbiegen. Klappe. Biege nach rechts ab. Ist ja so, muss ein LKW anziehen. Geilomato. Wir haben jetzt auch wieder 70 Tonnen, ne? Ah, die 45 Tonnen. Okay.
Ja, vor allen Dingen haben wir eigentlich noch ein bisschen das falsche Getriebe dafür, ne? Egal. LKW ist stark genug, um es auch mit dem Getriebe zu schaffen. Von daher. Diese Steigung hier, ne, die verfällt immer extrem. Ja, das ist schon echt heftig. Ah. Dass die Ausfahrt immer so eng ist. So. Achso, jetzt müssen wir wieder, Rundumbeleuchtung hier anmachen. Nein. Was? Ja. Ach ja, oh. Genau. Ich hab grad statt 0 auf O gedrückt. Andersrum. Statt O auf 0. So. Man merkt schon, also gerade auf gerader Strecke fährt der LKW halt viel besser an. Nimm diese Ausfahrt. Ausfahrt. Also hier schaffen wir schon 23. Der Weg ist ja hier auf 15 km/h runtergebrochen. Glaube. Und der erste Zoll. Ah, Mann. Fahr halt noch langsamer. Ich freue mich schon wieder drauf, wenn der vor uns wieder auf der Autobahn irgendwelche Bremsmanöver macht, direkt vor uns. Dass wir die Leute aber auch nicht feuern können, ne? Wie schön schnell der die 60 erreicht, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, da gibt's sogar die 34 hier gehalten. Wow.
Oh, verstehe ich schon wieder. Einkommen mehr, das habe ich doch gerne. Oh, 700 Euro, das habe ich auch nicht gerne. Oh, Alter, schon wieder, Leute, warum stehen die immer rum? Und schon haben wir wieder 60 auf dem Tacho. Sehr geil. So muss das sein, Leute. Und sogar hier bergauf kriegt er die 60 gehalten. Sehr geil. Oh, nee, er bricht zusammen. 59. Ah, alles im grünen Bereich. 58 Grad mal. Wobei ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr weiß, wie weit der andere zusammengebrochen war. Ob der schon unter 50 war? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, jo.
Ja, so macht das Ganze schon wesentlich mehr Spaß, seht ihr? Wir mussten gerade auf 40 runterbremsen. Hier, wir haben hier eine leichte Steigung. Und trotzdem habe ich jetzt schon wieder die 60 erreicht. Also ist schon echt ein geiles Gefühl, so zu fahren. Ich meine, klar, wir haben wesentlich mehr Leistung. Also, na gut, 200 PS bei 500 PS. Also, 500 PS zu 700 PS ist jetzt nicht so viel mehr. Aber wir haben halt weniger Last. Dafür haben wir aber auch ein schlechteres Getriebe, was Schwerlasttransporte angeht. Aber auf jeden Fall ist trotzdem das Gesamtfahrgefühl halt so viel besser. So muss der Schwerlasttransport laufen. Gut. Ich meine, das Beste wäre vielleicht auch einfach, dass der vor uns keine Bremsmanöver macht. Also gut, der vor uns, der bremst ja deswegen, weil die anderen immer bremsen. Und der sich dann davon immer mitverleiten lässt. Oder die anderen direkt vor ihm stehen. So oder so. Hey, ich glaube, wir schaffen in der Folge sogar die gesamte Mission, kann das sein? Obwohl, könnte ein bisschen knapp werden. Hey. Also ein bisschen überlegen müssen wir das schon machen. Weil wir haben noch mehr als die Hälfte vor uns. Vor allem die ganze Stalomfahrt da, ne? Am Ende. Und dann mal schauen, was wir denn von dort aus für Missionen starten können. Oder ob wir den LKW einfach wieder stehen lassen und einfach wieder diese schnellen Missionen annehmen. Links Verkehr, rechts statt der Polizeiwagen, Alter, schon wieder super eng hier alles. Ich finde bei so weit voll süß, wie der LKW da immer rumschlingert. Warum ist das Ding hier aktiv? Also eigentlich können wir doch, warte kurz, muss ich mal ganz kurz gucken hier. Konnte man das nicht ausschalten? Wie war das ausschalten? Nee, das war so. Schon ist da vorne wieder Stop and Go. Der Gelbe da einfach über alle Spuren drüber fahren, easy. Irgendwie konnte man noch das Display ausschalten, ne? War noch mal für eine Taste. Armaturmodus Infotainment. Anzeigemodus. Anzeigemodus Armaturenbrett. Anzeigemodus Infotainment. Was wir brauchen, ist ja Navigation. Das müssen wir ja ändern. Achso, genau, das ist das kleine Display. Wo war das da? Das ist die Gesamtbeleuchtung.
Weißt du was? Ich mach einmal zum Testen. Mach ich mal hier die Enter-Taste. Und guck mal, was ich jetzt damit ändern kann. Ah, das ist es tatsächlich. Lol. Sehr komische Beschriftung. Erstens, warum steht da Anzeigemodus und nicht einfach Infotainment ein- und ausschalten? Und vor allen Dingen, hier heißt es Navigation und hier heißt es Infotainment. Also, das. So. Das kann ich jetzt nie wieder einschalten, ne? Ja. Jetzt hört das Ding einfach für mal aus. Sehr gut. Weil wir haben ja hier das Ding. Von daher brauchen wir das andere Ding da nicht. Verwirrt bloß. Und wetten, sobald ich das Spiel das nächste Mal starte und ich Spiel dann wieder lade, ist es irgendwie wieder an. I hate my life. Vor allem, man kann doch mit dem Anzeigemodus oder wie das Zoomstufe Navigation mit der Taste kann man doch zwischen diesen vier verschiedenen Zoomstufen wählen. Warum hat man da nicht einfach noch als fünfte Zoomstufe noch aus hinzugefügt? Dass man einfach nicht durch vier States cycelt, sondern durch vier States plus den Off-State cycelt. Ja. Aber nein, dann müssen sie extra dafür nochmal eine neue Taste implementieren. Leute, meine Tastatur hat nur 103 Tasten. Da könnt ihr im Spiel nicht 200 Tasten definieren wollen. Da brauche ich eine doppelt so große Tastatur. Aber schon nur noch 11.000, ne? Läuft. Wow. Der lässt sich aber auch immer ewig Zeit mit dem Spur wechseln, ne? Immer auf den letzten Meter wechselt er erst die Spur.
halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ah, warum fährt es so langsam? Oh, weil es bergab geht. Und ich so schnell fahre. Ups. Ja, bremst doch. Vor der Fahrer hier hinten abgedrängt. So, hier ist gerade schon die Parkstelle. Da würde ich mal sagen, das soll es für die Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, in die Garage fahren. Oder es ist ja keine Garage, es ist ja offenes Gelände. Auf jeden Fall zum Ziel fahren. Bis dann.